genau, nicht ganz so hoch. Am 31. Mai findet im Senekar der 20. Jobday statt. Es ist die größte Ausbildungsmesse im Landkreis Waldeck-Frankenberg. 60 Unternehmen und Arbeitgeber aus den unterschiedlichsten Branchen sowie Bundeswehr, Rotes Kreuz und Polizei präsentieren sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten. Dankeschön. Jobday, das Team der Veranstalter bietet den Jugendlichen und Eltern im Landkreis Waldeck-Frankenberg die Möglichkeit, sich einen Überblick über den regionalen Ausbildungsmarkt zu verschaffen und freut sich darauf, ja, ganz viele Jugendliche zu begrüßen und ihnen ja, das Angebot vorzustellen. Die größte Messe ihrer Art? Der Jobday ist die größte Messe im Landkreis Waldeck-Frankenberg für Ausbildungsbetriebe und Jugendliche, sich zu präsentieren bzw. sich Informationen einzuholen. Eltern sind immer ein wichtiger Bestandteil für die Berufswahl. Die sind herzlich eingeladen? Eltern sind am Nachmittag gerne willkommen, weil sie immer noch der wichtigste Bestandteil der Berufswahl der Jugendlichen sind und als Multiplikator, auch wenn sie es oft nicht zugeben, ganz wichtig für die Jugendlichen sind. Ja, Kreishandwerkerschaft ist auch wie immer auf dem Jobday vertreten. Die Handwerker haben ein großes Problem, Auszubildende zu finden. Genau, auch im Handwerk ist der Fachkräftemangel angekommen. Aber wir als die Kreishandwerkerschaft probieren aktiv, da Chancen und Möglichkeiten aufzuzeigen. Und deswegen freuen wir uns, dass wir auch auf dem Jobday vertreten sein dürfen und unsere Innungsbetriebe hier stark zu machen, um das Handwerk zu präsentieren. Und bei uns ist jeder willkommen, der im Herzen das Handwerk trägt. Und da ist nicht immer der Schulabschluss letztendlich ein Thema. Wir bieten Fachpraktika-Ausbildungen an, aber auch für die Haupt- und Realschüler haben wir offene Stellen. Aber auch Abiturienten sind herzlich bei uns willkommen. Kommen Sie an unseren Stand. Wir helfen Ihnen, ein passendes Match zu finden. Und die Zukunft im Handwerk probieren wir zu unterstützen. Ja, Jobday ohne IHK natürlich überhaupt nicht denkbar. Und die IHK hat sich dieses Jahr was Besonderes einfallen lassen. Hinter uns, im Hintergrund sehen Sie gerade, läuft eine LED-Wand und auf der wird was Besonderes sein. Genau, wir haben zusammen mit der Arbeitsagentur in Korbach als auch mit der Kreishandwerkerschaft unsere Mitgliedsunternehmen jeweils angeschrieben und geben Betrieben, die hier bei der Messe, an der Messe dran teilnehmen, aber auch Betrieben, die das nicht können, an der Messe teilzunehmen, die Möglichkeit, eine PowerPoint-Präsentation, eine einseitige uns zuzusenden und wir packen das Ganze in eine Präsentation und das läuft nachher hier auf der Leinwand ab, bei der Bowlingbahn, aber auf allen Monitoren, die es hier im Kino gibt, haben die jungen Menschen die Möglichkeit zu sehen, welche Ausbildungsberufe bei welchen Unternehmen noch frei sind und können sich dann, wenn sie sich hier ein bisschen aus dem Trubel auch zurückziehen, gerne ins Kino zurückziehen. Dort läuft das auch einen ganzen Tag in einer Schleife und da kann man dann quasi im Kinosaal sehen, welcher Betrieb hat noch für dieses Jahr offene Ausbildungsstellen und kann sich dann diese notieren oder dann auch unmittelbar mit dem Betrieb, falls er hier sein sollte, Kontakt aufzunehmen. Falls aber für den einen oder anderen Jugendlichen nichts dabei ist, dann kann er zum Beispiel auch noch regional hier über den Ausbildungsatlas bei der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg Betriebe suchen in seiner unmittelbaren Nähe, kann er sehen oder auch ein bisschen weiter weg oder im ganzen Kammerbezirk, welcher Betrieb bildet was aus und kann sich dann gezielt über die IHK-Lehrstellenbörse bei den Betrieben bewerben oder auch direkt über den Ausbildungsatlas Kontakt zu den Unternehmen aufnehmen. Jörg Wahab hier, Betreiber vom Senekar in Korbach. Seit es den Jobday gibt, ist er auch hier im Senekar. Warum? Also für uns ist es sehr wichtig, für die Region was zu tun. Deshalb haben wir auch das Kino hauptsächlich gebaut. Wir arbeiten gerne mit der Jugend zusammen und uns macht es immer wieder Spaß, Sonderveranstaltungen zu machen, was so das tägliche Geschäft, einfach nur Blockbuster zeigen, Kinofilme zeigen, mal ein bisschen aufspaltet, was uns eine Herausforderung gibt, eine andere Sache zu machen. Ist natürlich auch immer
eine Herausforderung, 60 Aussteller in diesem Gebäude, ja. Menschenmassen, die hier durchgeschleust werden, ist nicht so ganz einfach. Ne? Nein, das fängt ja Tage vorher schon an. Ne? Wir müssen die Sachen alle wegräumen, dass den nächsten Tag dann oder morgens ab 9 Uhr hier alles frei ist, hier und im Bowling Center. Und wir haben ja abends dann auch schon wieder Veranstaltungen, ne, mit Bowlingbahn, da muss alles wieder hingeräumt werden. Also das ist schon für das Personal manchmal ein bisschen Knochenarbeit, aber das macht es auch gerne. Die freuen sich immer drauf, wenn mal was anderes ist, wie nur Filme zeigen.